beim Wurlitzer, 45 Minuten bis 16.45 Uhr. Ja? Grüße, die Auflösung vielleicht mal? Ja, Begriff Zirkus. Zirkus, Sie haben gewonnen. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Bitte. Ich darf nun herzlich begrüßen vom österreichischen Nationalzirkus Herrn Andi Lehner. Willkommen. Und Herrn Reyes, willkommen. Darf ich Sie vielleicht zu mir bitten? Gerne. Liebe Frau, Ihren Namen haben Sie mir noch nicht gesagt. Hallo? Hallo, ja, ja sagen Sie. Ihren Namen bitte? Sauer, bitte. Frau Sauer, von wo rufen Sie an? Vom dritten Bezirk. Fantastisch, ausgezeichnet. Sie haben gewonnen. Zwei Karten, zwei Ehrenkarten für den österreichischen Nationalzirkus. Na, das ist schön. Das ist eine ganz tolle Sache, sind viel, viel wert, diese Karten. Ich hoffe, Sie haben Zeit. Bis 31. Oktober ist der österreichische Nationalzirkus in Wien zu sehen. Ja, danke. Bleiben Sie bitte noch in der Leitung, damit wir Ihre Adresse genau aufnehmen können, danke, damit Sie zu den Karten kommen. Auf Wiederhören. Danke, Wiederhören. So, Dala, das wäre mal der erste Streich. Darf ich einen von Ihnen vielleicht noch bitten, aus unserem Topf eine zweite Karte zu ziehen? Da der Topf durchsichtig ist, vielleicht mit wegschauen. So, genau. Dankeschön. Den gleichen Preis, nämlich ebenfalls zwei Ehrenkarten, gewinnt Herr Johann Fleischhacker, Judenplatz 3-10-10 Wien. In Wien gratuliere, herzlich willkommen bei uns und ihm dann im österreichischen Nationalzirkus mit diesen Ehrenkarten. Ich darf nun die zwei nochmals herzlich begrüßen aus dem österreichischen Nationalzirkus, der momentan in Wien ist und 15-jähriges Jubiläum hat. Richtig. Das ist, glaube ich, eine große Veranstaltung. Was gibt's? 15 Jahre österreichischer Nationalzirkus, da ist natürlich das Beste vom Besten gerade gut genug gewesen für unsere Chefin, Frau Direktor Altef Jacobi. Wir haben ein zirzensisch-artistisches Programm gestylt. Mit viel Licht, mit internationalen Artisten, mit preisgekrönten Artisten, so einen preisgekrönten Artisten habe ich euch mitgebracht. Und wir sind froh und glücklich, 15 Jahre österreichischer Nationalzirkus erreicht zu haben. Und dieses verdanken wir also erstens einmal unserer Frau Direktor Altef Jacobi. Sie ist ja die Gründerin und die Besitzerin und sie ist ja der Motor dieses Zirkus. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen, 15 Jahre österreichischer Nationalzirkus verdanken wir auf alle Fälle unseren treuen österreichischen Stammpublikum. Jetzt müssen wir vielleicht Sie zwei noch vorstellen, Ihre Funktionen nämlich genau gesagt. Sie, der Direktor, genau die Funktion, Stellvertreter, Direktor, Stellvertreter und Regisseur Richtig. Des österreichischen Nationalzirkus. Und er ist ein Artist. Was macht er genau? Ja, ich mache eine akrobatische Nummer. Also es ist eine Hand- und Kopfbalance-Nummer. Sie sind aus Spanien, aus Spanien, ist das richtig? Ja, genau. Ja. Rudolf Reyes. Ja. Einen kleinen Film haben wir vorbereitet. Da sehen wir Rudolf Reyes dann auch noch in voller Funktion. Vielleicht bevor wir uns diesen kleinen Film anschauen, Zirkus, gibt es viele Tiere, viele exotische Tiere. Was ist diesmal mit dabei? Also wir haben an Tieren an eine Raubtiernummer mit 10 sibirische Tiger, zwei Elefantenstars, man spricht wirklich von Stars. Mhm. Ich soll es eigentlich nicht sagen, aber ich sage es heute, die rasieren sogar unser Publikum. Rasieren. Wir brauchen also jeden Tag zwei Herren, die bei uns in die Manege kommen, die werden dann von unserer Jenny rasiert. Eine ausgezeichnete Kleintierrevue, also eine Kleintiernummer mit fast über 36 Tieren drin, das ist schon einmal der erste Brüller, wenn es bei uns losgeht. Mhm. Seelöwen haben wir auch noch, wunderschöne, mit einer entzückenden Dresseurin. Na, sie ist nicht so entzückend. Sie ist entzückend, aber der Seelöwe ist entzückender. Schauen wir uns vielleicht gleich mal den kleinen Film an. Fängt mit Tieren nämlich an und danach ein bisschen was so als Geschmack. Österreichische Nationalzirkus, hier unser kleiner Film. Thank you.
liebe Zuseher, diese Nummer, die wir jetzt zum Schluss gesehen haben, nämlich Kopfsprünge auf einer Rohrstange in über 2 Meter Höhe, das ist er, Rudolf Reyes. Ja. Darf ich fragen, wie oft sind Sie heruntergefallen, bevor das wirklich mal funktioniert hat? Wie lange muss man trainieren, um so eine Nummer wirklich perfekt zu können? Also ich habe im Jahre von 6 Jahren angefangen, das Trainieren. Diese Nummer habe ich mit 17 debütiert, so in der Manege. So 11 Jahre und seitdem arbeite ich schon 7 Jahre. So. Wie sind Sie zum Zirkus gekommen? Aus der Familie heraus schon? Oder? Ja, genau. Ja, bei mir war das so, dass meine Eltern schon im Zirkus waren. Mein Vater hat so eine ähnliche Nummer auch gemacht. Und wenn ich angefangen habe, dann hat er seine Nummer aufgehört. Zirkus ist ja eine Traumwelt, ein Kindertraumberuf, kann man fast sagen. Kann man diesen Beruf irgendwo lernen oder muss man da mitwachsen? Nein, man kann es auch lernen. Es gibt Leute, die eben an Zirkus sehr interessiert sind, die da ausbilden können. Gibt es in Österreich auch so eine Schule? Keine. Gibt es keine? Schule, absolute Zirkusschule gibt es in Österreich keine. Mikrofon nur bitte. Zirkusschule keine. Also muss man eigentlich ins Ausland, wenn also ein Jugendlicher das machen will. Richtig. Zum Programm vielleicht jetzt nochmal, das wir diesmal zu sehen bekommen, 15-jähriger österreichischer Nationalzirkus. Es gibt, glaube ich, ein Zuckerl für die Kinder, habe ich gehört. Ja, anlässlich ganz des besonderes Jubiläums des österreichischen Nationalzirkus kriegen wir alle Geburtstagskinder, die eine Vorstellung besuchen, Nachmittag oder Abends, ist wurscht, kriegen ein Geburtstagsgeschenk. Was soll ich nicht sagen, lass mich überraschen. Und Vormittag, das haben wir aber täglich, reiten die Kinder gratis auf den Ponys. Jeden Tag von 9:30 bis 12 Uhr Mittag während der Tierschau. Jetzt müssen wir überhaupt noch sagen, wo ist denn der österreichische Nationalzirkus in Wien überhaupt stationiert? Also, wenn ein Zirkus in Wien stationiert ist, dann ist er sowieso nur in Wien, am Prater Messeparkplatz. Und dort steht mit richtigem Zelt, so wie es früher üblich war. Dran, ja. Zirkus im Winter ist das natürlich ein kleines Problem mit dem Zelt. Was passiert im Winter eigentlich? Geht der Zirkus auf Winterpause? Wird das eingemottet alles? Bei uns ist es kein Problem. Wir haben ein wunderschönes Winterquartier in Schlosshof in Macheck mit 3 Riesenstallungen, Garagen, wenn man so sagen soll, darf. Da kommt der ganze Zirkus hinein. Der letzte Wagen ist drin. Millimetergenau werden die Wagen reingeschoben, werden die 3 Tore abgesperrt. Frau Direktor und wir verabschieden uns alle und wir machen unseren Winterschlaf unter Anführungszeichen. Wir bereiten schon wieder das nächste Programm für nächstes Jahr vor. Wir haben aber keine Artisten und keine Tiere. Bei uns wird alles engagiert. Das heißt, wir sind über den Winter ohne Menschen und ohne Material. Wir haben also nur rein Büro im Winter. Das heißt, es läuft dann alles auf Standby. So ist es. Liebe Herr Lehner, lieber Herr Reyes, herzlichen Dank fürs Kommen. Ich darf Sie um ein Autogramm bitten an unserer Wand, unserer frischen, aber Ihrer Wahl. Und natürlich einen Wunsch erfüllen, wie jeden unserer Gäste. Haben Sie sich einigen können auf einen Wunsch? Ja, wir haben uns einen Wunsch. Also ich bin ein bisschen altvaterisch. Ein bisschen schwer auf manchmal. Ja. Entweder das Mikrofon oder... U6. Schau mal in den Computer. Fang das Licht, Karel Gott und die Darinka. Stimmt das? Jawohl, spielen wir so gleich. So, das ist 1, U und die... 6. Herzlichen Dank. Ja.